Also, hallo erstmal zur Siegerehrung des Steinmeier Sailing Cups 2020. Ja, ich bin richtig erfreut und wirklich stolz auf den Yachtclub, auf das Team, dass wir das dieses Jahr unter diesen aktuellen Bedingungen oder Situationen trotzdem geschafft haben zu stemmen. Und ich muss euch kurz die Geschichte erzählen. Wir haben uns irgendwann im Laufe des Jahres entschieden, okay, wir probieren die Sache. Wir sprechen mit dem Bezirk, wir sprechen mit dem Landessportbund und wir haben die Meldung online freigeschaltet um 12 Uhr und zwei Stunden später hatten wir 120 Meldungen. Und da haben wir uns angeguckt und haben uns gesagt, ey, wir müssen den Call der Kids irgendwie folgen und wir probieren das zu machen. Und dann waren wir erst bei 80 und als wir gesehen haben, dass das die Meldung auf die 160 zugeschossen ist, haben wir auch alles nachjustiert und haben gesagt, wir müssen das hinkriegen, dass wir alle hier willkommen heißen können. Und daher gilt mein erster Dank eigentlich wirklich ganz groß euch Kids und den Eltern und auch den Trainern, dass ihr von überall gekommen seid, aus Bayern, von der Nordsee, aus Bremen, aus allen Himmelsrichtungen. Und vielen Dank für das Vertrauen. Und ich glaube, ihr seid, wir sind uns alle einig, dass wir das hier super über die Bühne gebracht haben. Ein zweiter Dank gilt natürlich meinen oder unseren langjährigen Partnern, die auch gesagt haben, ey Robert, mit Mut und Kreativität sind wir hier auf alle Fälle dabei. Wir machen das auch dieses Jahr. Ich möchte mich mal, zwei meiner Partner sind auch heute wieder bei der Siegerehrung da, bei denen möchte ich mich mal kurz bedanken. Torben Riehl von Sailsports. Torben, komm mal kurz vor. Komm. Als Andenken, ja. Ich hoffe, wir machen das noch ein paar Jahre. Auf jeden Fall. Cool. Ernst Ramin. Ernst ist Optiker und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass er seit Jahrzehnten die Segler unterstützt. Und auch dieses Jahr gibt es wieder ein paar coole Ray-Ban und Oakley-Brillen. Ernst. Ich danke auch für die Durchführung. Ja, und dann gibt es natürlich nochmal besonders hervorzuheben zwei, drei Kandidaten, die einen Wahnsinns-Mehraufwand dieses Jahr gestemmt haben. Das ist ganz vorneweg Matthias Jeckel, der die ganze Organisation seit Wochen im Büro macht und Jan Proker, die das Hygienekonzept aufgestellt haben und die ganze Organisation vorgedacht haben. Martin als Wettfahrtleiter ist auch im engsten Team. Also vorneweg, die drei Jungs haben wirklich, wirklich mit viel Zeit diesen Event überhaupt erdacht und ja, möglich gemacht. Dann gibt es auch noch die besondere Situation dieses Jahr, dass wir das alleine nicht gedürft hätten. Und im Revier sind wir auch auf totale Selbstverständlichkeit getroffen, dass der Seglerverein Rahnsdorf Boote aufgenommen hat, die SGRM den größten Anteil mitgewuppt hat und auch der Segelclub Viking sich bereit erklärt hat, hier mit einzuspringen. Und wir haben, ja, wir sind zwar auseinandergerückt, aber irgendwie auch ein Stück zusammengerückt hier im Revier. Und ja, der eigentliche große Sinn, größte Motivation bei euch den Wettkampf zu geben, aber darüber hinaus, glaube ich, ist das auch extrem wichtig, dass es nächstes Jahr wieder losgeht und wir vielleicht symbolisch eine Blaupause raussenden und die anderen Vereine auch wieder auffordern. Jungs, auch wenn die aktuelle Situation so ist, wir können ja gekonnt begegnen und wir können unsere Kids nicht zwei, drei Jahre ins Abseits stellen. Und ich glaube, es ist uns gelungen. Die Medien haben auch viel darüber berichtet, positiv darüber berichtet. Und ich glaube, da gibt es nächstes Jahr nichts mehr, wo man sich verstecken kann. Insgesamt haben 21 Leute hier mitgewirkt. Danke nochmal der Jury, der Küche, allen Helfern, der gesamten Wettfahrtleitung. Großartiges Team seit Jahren und auch dieses Jahr. Vielen Dank an euch. Bevor ich jetzt an Martin übergebe, der nochmal sportlich kurz was an euch richten wird oder ja, gratulieren wird. Wir verlosen nach der Siegerehrung dieses Jahr ein Segel in der Tombola. Also bleibt bis zum Schluss dabei. Und ich würde jetzt mal das Wort an euren Wettfahrtleiter übergeben. Martin. Ja, danke, Robert.
Ja, mir bleibt es eigentlich, die Siegerehrung durchzuführen von einem Wochenende, was, ja, Robert hat es ja schon ein bisschen einleitend gesagt, spektakuläre Vorbereitung im Grunde erfordert hat und viel, viel Nerven und Kraft gekostet hat. Wir sind deswegen heilfroh, dass nicht nur die Vorbereitung ganz gut gelaufen ist, sondern dass auch dieses Wochenende am Ende gut gelaufen ist. Wir hatten zwar Leichtwind, keine Frage, aber wir haben die 6 Rennen da stehen. Da ist man natürlich als Rennfahrtleiter mit seinem Team immer sehr froh, wenn es gelingt und ihr auch diese Streicher bekommt. Ein riesen, wollen wir mal sagen, Rasmus für dieses schöne Segelwochenende. An euch natürlich auch so ein bisschen der Dank, dass es mit dem Starten ganz gut geklappt hat und wir da nicht viel Zeit verschenkt haben. Ansonsten möchte ich die Gelegenheit natürlich nutzen, auch wenn wir es auf dem Wasser schon ein bisschen ausgeklüngelt haben. Ein riesen Dank ans Team. Ich denke, wir waren da ziemlich flexibel und auch fleißig, um wirklich optimalen Sport für euch möglich zu machen. Und die Resonanz, eure Teilnehmerzahl, die hat uns auch sehr viel Freude bereitet und wir hoffen, dass wir den einen oder anderen im nächsten Jahr natürlich wieder hier sehen. Das erstmal dazu. Bevor ich es vergesse, wir haben noch einen kleinen Erinnerungspreis im Nachgang zur Regatta für jeden. Ja, ihr kriegt. Warte. Und da haben wir noch nicht von jedem, glaube ich, die Adresse. Es kann sein, dass wir den einen oder anderen dann anschreiben im Nachgang und nochmal nach der Adresse fragen, um euch ein bisschen was per Post zustellen zu können. Also nicht erschrecken, wir wollen da nicht einfach sinnlos eure Angaben abfassen, sondern wir wollen noch eine kleine Überraschung für euch rausschicken. Und wir haben das nur beim Login auf den jeweiligen Vereinsgeländen irgendwie erfasst. Aber da sind 1, 2 durchgerutscht und die schreiben wir dann nochmal per E-Mail an. Okay, da willst du noch was zu sagen? Oder? Also ja, es gibt noch eine Kleinigkeit. Genau, es gibt dieses Jahr auch was, wie jedes Jahr. Ihr kriegt von mir eine kleine Überraschung nach Hause. Wir sind dieses Jahr ein bisschen dezentraler und digitaler. Deswegen gibt es Post im Nachgang. Okay, dann wollen wir mal zur Siegerehrung kommen. Dies Jahr keine Berliner Meisterschaft, die meisten wissen es natürlich. Wir fangen an von hinten mit Platz 15, gehen vor bis zur 1. Preise gehen der Reihe nach hier weg. Und im Anschluss dann natürlich die große Tombola fürs Siegel. Also, ich lege los. 15. Platz, GER 11586, Inga Martina Hörnke von der SGRM. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir versuchen ein bisschen den Abstand schon mal einzuhalten. Geht ohne Shake Hand dieses Jahr. Vielleicht im nächsten Jahr wieder anders. 14. Platz, GER 1586, Karl Wolf. Oh, SCF, weiß ich nicht. Fraternitas? Nee. Ja? Aus der Region, super. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Für dich auch eine Show von Jiros. Herr Jürgen. Weiter mit Platz 13, GER 1612, Catalina Feusner, Berliner Yachtclub oder Bayerischer? So, 12. Rang, Felix Bohnhagen auf GR 1514. Zwischen Anna Segelclub, super. 11. Platz, GR 1368, Elias Hartig. Jos Felder nehme ich an, oder? JSC? Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt sind wir schon bei der Top 10 und für die Top 10 gibt es neben dem kleinen Sachpreis auch den von Robert designten und bildtrainierten Pokal. Bisschen unorthodox, aber mit Seltenheitscharakter. Ja. Also, 10. Platz, Nele Mühlhauser, GR 14. 99. 9. Platz. 14-4-1. Mirja Dohle. OSVG, weiß ich nicht. Niedersachsen. Aus Niedersachsen auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Platz 10-01, Antonia Schwarz, weiß ich nicht, CYC ist auch Niedersachsen oder? Chiemsee. Chiemsee. Ja, geil.
das ist natürlich total schön für ein so ein Wochenende, dass wir das so mitbekommen, wenn ihr vom Chiemsee oder aus Niedersachsen hier angeschossen kommt. Ja, ganz lieben Dank natürlich an Eltern und Betreuer, dass ihr das auch für die Kids möglich macht. Wahnsinnsritt. Siebter Platz, 13,67, Clemens Liesmann vom SVR. Wow. Jasper Jahn, 11,39 vom Segelclub, was ist Ahoi? Egier aus Mögelheim. Richtig? Ja, klar. Fünfter Platz, GR 13,55, Lennart Reit. Ja, auf jeden Fall die Fülle. Damit jetzt nicht Spaß nehmen. So, jetzt muss ich vielleicht ein, zwei Sätze noch sagen. Jetzt kommt erstmal die Holzmedaille, vierter Platz. Aber es fühlt sich ganz anders an, wenn man hier auf die Liste kommt. Entschuldigung. Die ersten vier sind auch schlappe vier Punkte nur auseinander. Das ist ganz, ganz eng gewesen. Also spektakuläres Finish. Hat sich wirklich erst im letzten Rennen mehr oder weniger entschieden. Ja, vierter Platz, ganz tolle Leistung, 15,24, Viktor Hensel von der TSG. Okay, wir kommen zum Siegerpodest, zum virtuellen. Dritter Platz mit 15 Punkten, GER 13,91, Tim Krause vom Deutschen Turnier. Hallo, nimm mal einmal hier das, wo willst du dich hier haben? Mach mal vor der Wand. Genau, bleibst du kurz vor der Wand stehen. Wunderbar. Du musst jetzt noch auf die anderen warten. Zweiter Platz mit 13 Punkten. 13,394, Konstantin Streicher von der SVG. Weiß ich nicht, was ist? Sag mir den Club. Okay, boah, das war kompliziert. Du holst dir jemanden ab, oder? Gewinner des diesjährigen Stanjek Sailing Cups 2020 und Gewinner eines stattlichen Gutscheins von Salesports ist Lysander Winter auf 16,10 mit 12 Punkten. Nur Bares ist wahr. Stell dich mal mit vor die Wahl zwischen. Achso, Entschuldigung. Da muss dann nur noch Sonne hin. Lachen. Sehr gut. Super. Ganz dicht. Pass auf, dass du das nicht auf die Hose legst. Das war's mit den Preisträgern. Ich übergebe an Robert nochmal für die Tombola und wir brauchen eine Glücksfee. Ja, die haben wir schon. Eine Glücksfee, die das loszieht. Genau. Also, wie ihr wisst, ist dieser Hauptpreis, die Nummer mit dem Segel auch schon Tradition geworden. Vielen Dank an die Segelmacherei Werner Fritz vom Chiemsee. Genau. Alle Teilnehmer hier drin. Oh. Einer wird der Glückliche sein. Du ziehst? Ja.
Da wird sicherlich auch der Heimreise sein. Oskar, du kriegst von uns einen Gutschein für ein Fritz-Segel zugeschickt und kannst damit bei Werner Fritz anrufen und dann machen wir den Rest. Ja, ich krieg gerade eine lustige Info aus der Regie quasi. Hat gesagt, der ist nur heute mitgesegelt, weil er gestern irgendwie krank war. Also das hat sich auf jeden Fall erwähnt. Ja, also mir verbleibt nur, euch einen guten Heimweg zu wünschen. Kommt nächstes Jahr wieder, bleibt gesund und segelt fleißig weiter. Jawohl. Ciao. Mach's gut, ciao.